Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von TV Allgäu Nachrichten. In den nächsten 30 Minuten haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Gemeinsam die Zukunft planen. Schwäbische Landräte tagen in Lindau. Gegenwind zu stark, Windkraft im Allgäu möglicherweise vor dem Aus und Leben im Container, die Lage von Asylbewerbern in Buchloe. Hochwasser, Asylbewerber, Infrastruktur – nur einige der Herausforderungen, denen sich der Bezirk Schwaben derzeit stellen muss. Die Tagesordnung beim heutigen Treffen der schwäbischen Landräte war entsprechend voll. Parteipolitik soll bei diesen Sitzungen eher im Hintergrund stehen. Es geht darum, als Gemeinschaft eine Lösung zu finden und einheitliche Ziele zu formulieren. Wie gut das aber angesichts der anstehenden Wahlen geklappt hat, wir waren beim Pressegespräch dabei. Fast 4 Stunden lang hatten sie getagt, dann war das Treffen der schwäbischen Landräte in Lindau beendet. Im anschließenden Pressegespräch wirkte der Vorsitzende Gebhard Kaiser erschöpft, aber zufrieden. Man habe in den wichtigsten Punkten eine gemeinsame Lösung gefunden. Wahlkampf oder andere parteipolitischen Rangeleien hätten heute keine Rolle gespielt. Das ist auch das Schöne in der Kommunalpolitik, sind verschiedene politische Gruppierungen, sind ja den Landräten vertreten. Wir haben die großen Themen, wird nicht nach Parteipolitik entschieden, sondern nur nach Sachpolitik. Und deshalb bin ich auch gerne Vorsitzender der schwäbischen Landräte. Gleich zu Beginn stellte Kaiser eine Studie zum Thema Jugendhilfe vor. Als erster Bezirk in Bayern habe man diese ausführliche Analyse in Auftrag gegeben. Denn seit 2007 seien die Kosten für die Jugendbetreuung und andere Projekte stark gestiegen. Von der Studie erhoffe man sich, dass die einzelnen Landkreise voneinander lernen könnten. Sprich, wer gibt wie viel Geld für welche Maßnahmen aus? Wo gibt es Einsparmöglichkeiten? Das muss man sich genau anschauen und das ist jetzt eine wichtige Grundlage für die Jugendamtsleiter, daraus weitere Schlüsse zu ziehen, auch mit dem Ziel, nicht die Leistungen zu vermindern, sondern voneinander zu lernen, wie könnten auch die gleichen Leistungen auch mit weniger finanziellen Mitteln erreicht werden. Ein großes Thema der heutigen Sitzung war auch das Hochwasser der vergangenen Tage und Wochen. Schwaben sei zwar zunächst nicht so stark betroffen gewesen wie andere Gebiete in Bayern, doch der anhaltende Starkregen in den folgenden Tagen habe der Region erheblich zugesetzt. Bislang rechne man mit einem Schaden von rund 8,7 Millionen Euro. Doch viele Schäden seien noch nicht erfasst, die Zahl sei also nur ein erster Anhaltspunkt. Schwaben habe bereits erste Soforthilfen für die Betroffenen zur Verfügung gestellt. Es gibt ja zunächst mal das Sofortgeld für Haushalte, 1500 Euro, für Betriebe 5000 bis zu 5000 Euro. Dieses Geld steht sofort, also als Sofortgeld zur Verfügung. Wir haben auch den Landkreisen hier schon entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, dass sie auch schnell handeln können. Dann kommen auch die Soforthilfen, auch wiederum für Haushalte, für Ölschäden, für den gewerblichen Bereich, auch für die Landwirtschaft. Das läuft jetzt erst an. Einen einstimmigen Beschluss fassten die Landräte in Bezug auf den Bundesverkehrswegeplan. Sie fordern einen Ausbau des sogenannten TEN-17-Korridors, also der Strecke von Karlsruhe über Ulm nach München. Für das Allgäu ist das insofern von Bedeutung, da damit auch die abzweigenden Nebenstrecken von Ulm nach Kempten oder von München nach Lindau ausgebaut werden könnten. Es kann nicht sein, dass die Züge schnell Verbindungen geschaffen werden und dann fährt man wieder langsam über 50 Kilometer weiter. Und deshalb haben wir einstimmig beschlossen hier in Schwaben, dass diese große Magistrale ausgebaut werden muss. Und das fordern wir gegenüber dem Ministerpräsidenten, aber auch dem Verkehrsminister und der Bundesbahn. Und das muss im Verkehrswegeplan aufgenommen werden. Und dann müssen alle Landkreise für sich zum Beispiel die Strecke Ulm Kempten, wenn wir es dann auch elektrifiziert werden, das müssen wir neu nochmals aufbringen. Aber die großen Verbindungen müssen eben im Süden Deutschlands sein und dürfen nicht in den Norden verlagert werden. Eine weitere Herausforderung stelle derzeit die hohe Anzahl an Asylbewerbern dar. Besonders syrische Bürgerkriegsflüchtlinge kämen derzeit vermehrt nach Deutschland. In Schwaben wird in diesem Jahr mit etwa 1000 Asylbewerbern gerechnet, die hier untergebracht werden sollen.
Es arbeiten hier alle wirklich auch wiederum bestens zusammen. Wir sind hier auf die Unterstützung der Landkreise, der kreisfreien Städte angewiesen und sie helfen uns auch. Und wir suchen natürlich als Regierung von Schwaben auch Gemeinschaftsunterkünfte, um die Asylbewerber bei uns unterzubringen. Es ist nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Gemeinsam arbeiten, dann lassen sich die meisten Probleme lösen. Das ist zumindest die Botschaft, die heute von den Landräten ausging. Ob sie diesen Kurs bis September halten können? Was wurde über das Thema diskutiert? An manchen Orten hatten sich sogar schon Bürgerinitiativen in Position gebracht, um gegen Windkraftanlagen in der Nähe vorzugehen. Dabei sollten erst einmal nur sogenannte Suchräume definiert werden. Das heißt Gebiete, in denen Windkraftanlagen zumindest grundsätzlich mal stehen könnten, ohne die Gewissheit, dass das tatsächlich mal passieren wird. Jetzt im Juni sollten die Planungen eigentlich konkreter werden, doch daraus wird zunächst nichts. Denn das sogenannte informelle Verfahren ergab, es gibt eigentlich kaum noch Stellen im Allgäu, wo neue Windräder in Frage kommen. Bis zu 50 neue Windräder sollten entstehen in der Region. Um die Energiewende voranzubringen, wurden sogar ehemalige Ausschlusszonen nahe der Alpen mit in die Planungen einbezogen. Doch jetzt die ernüchternde Erkenntnis. Für neue Windkraftanlagen gibt es im Allgäu kaum geeignete Stellen. Sind also jahrelange Planungsarbeiten umsonst gewesen? Wie geht es nun weiter mit der Windkraft im Allgäu? Fragen, die ich dem Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse jetzt stellen möchte. Sie sind ja auch Vorsitzender des Regionalen Planungsverbands Allgäu. Sie kümmern sich darum, wo sind Standorte für Windkrafträder. Jahrelang hat man nach solchen Standorten gesucht und jetzt aber eigentlich, die Beute ist sehr gering. Sind Sie enttäuscht? Nein, überhaupt nicht. Wir haben vor etwa einem Jahr begonnen, ganz systematisch das Allgäu zu untersuchen, ohne irgendwelche Tabus, wirklich zu gucken, wo geht's nicht. Und es war klar, es wird eine deutliche Reduzierung dessen geben, was zunächst mal als möglich erscheint. Und dass am Schluss sehr wenig rauskommt, das war klar. Wie wenig es jetzt ist, das überrascht dann doch. Ein Punkt war auch der Artenschutz. Vögel wie Störche, Uhus, der rote Milan, ein Greifvogel, die hausen hier, die leben hier. Das ist die eine Seite, der Artenschutz, der Umweltschutz. Die andere Seite ist natürlich die Umsetzung der Energiewende. Müsste man da nicht vielleicht doch irgendwie einen Kompromiss finden? Beides hat ja seine Berechtigung. Beides hat seine Berechtigung. Der Artenschutz ist auch nicht abwägbar. Wir können also momentan nicht sagen, naja, wir nehmen da so ein bisschen Rücksicht, sondern wenn diese geschützten Arten im Bereich einer Windkraftanlage wären, dann wäre das dort nicht zulässig. Und so müsste in der Tat eine Entscheidung auf einer übergeordneten Ebene getroffen werden. Das ist in dem Fall der Bund. Es geht hier um Bundesgesetze. Wir vor Ort können das nur vollziehen. Mhm. Ein weiterer Punkt sind die Drehfunkfeuer. Die Deutsche Flugsicherung hat gesagt, dass im Umkreis von 15 Kilometern auch dort dürfen keine Windkrafträder aufgestellt werden. Bei Wildpolsried, da stehen Windkrafträder, da sind auch weitere in Planung. Aber dieses Drehfunkfeuer, das ist genau in dieser Region. Warum planen die da trotzdem weiter? Nun, die Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung hat uns hier wirklich sehr überrascht, weil wir ja in der Region schon viele Windkraftanlagen haben. Und jetzt soll ein Sperrradius um dieses Drehfunkfeuer errichtet werden, wo man sagt, in einem Umkreis zwischen 3 und 15 Kilometern sollen keine weiteren Anlagen mehr möglich sein. Man hat es uns so erklärt, wir sollen uns einen Parkplatz vorstellen. Dieser Parkplatz hat bestimmte Parkfläche, aber der ist jetzt voll. Und es hat kein weiteres Fahrzeug oder in dem Fall keine weitere Windkraftanlage mehr Platz. Das würde zu zusätzlichen Störsignalen führen und die sind nicht mehr tolerierbar. Auch Umweltminister Huber hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat gesagt, auch die Allgäuer Moore sind tabu. Zusätzlich auch die Erdbebenmessanlage bei Bolsterlang. Das sind ja Faktoren, die man vielleicht vorher schon gewusst hat. Hätte man da vielleicht mehr nachschauen müssen, die mehr berücksichtigen müssen bei der Standortsuche? Nein, also es ist so, dass wir ja in dieses Verfahren reingegangen sind und gesagt haben, wir wollen alles untersuchen. Und jetzt in diesem informellen Verfahren kamen nun alle Fachbehörden zu Wort, die dann gesagt haben, hier geht's und hier geht's nicht.
Was die Moorallianz angeht, so war das nicht von Anfang an klar, dass im Kernbereich der Moorallianz Windkraftanlagen ausgeschlossen werden sollen. Hier ist letztlich das Bundesumweltamt befasst worden und auch das Bayerische Umweltministerium. Und nun liegt eine Stellungnahme vor. Wir haben Klarheit und daran muss man sich halten, wenn man nicht riskieren will, dass man Fördermittel zurückzahlt. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter mit der Windkraft im Allgäu? Ganz aktuell hat Seehofer gemeint, Ministerpräsident Horst Seehofer, dass der Abstand von den Windkraftanlagen zu irgendwelchen Gebäuden ausgeweitet werden könnte. Momentan liegt er bei 800 Metern. Jetzt spricht er davon, dass diese Fläche sogar ausgeweitet werden könnte. Was halten Sie davon? Das war eine sehr überraschende Information, die wir bekommen haben. Wir planen bislang auf der Basis des Winderlasses der Bayerischen Staatsregierung. Und da sind diese Abstandsflächen definiert, dass wir eben 800 Meter Abstand halten zur Wohnbebauung, ist eigentlich Standard im ganzen Land. Jetzt hat der Ministerpräsident mal laut nachgedacht und größere Abstände ins Gespräch gebracht. Auch da müssen wir sagen, warten wir, wie die Staatsregierung insgesamt darauf reagiert. Wenn es morgen einen neuen Winderlass gibt, dann werden auch wir hier umplanen. Dann wird aber nach meiner Einschätzung nichts mehr übrig bleiben mit Vorranggebieten für Windkraft. Und insofern sind wir, glaube ich, derzeit gut beraten, eine kurze Pause zu machen, mal Fachgespräche zu führen mit den Behörden, die jetzt hier Einwendungen geltend gemacht haben. Und wir wollen uns das nächste Mal Ende September zusammensetzen und sehen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Wir bleiben natürlich dran, wir bleiben im Gespräch und schauen, wie es mit der Windkraft im Allgäu in Zukunft aussieht. Vielen Dank, Herr Bosse, dass Sie bei uns waren. Und wir sehen uns gleich wieder mit Kompakt. Sie wollen hoch hinaus? Sparkassendom Neu-Ulm, das größte zwischen Stuttgart und München. Griesti.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Jetzt mit eigener Kollektion im Griesti-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Griesti-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter griesti.de/shop oder unter 0831 206 190. Griesti.de, da bin ich daheim. Grenzenlos. E-Biken durch Bayerns Passauer Land und Oberösterreich. Radeln Sie mit einem Lächeln durch herrliche Wald- und Flusslandschaften bis hinauf zu wunderbaren Panoramaausblicken und entspannen Sie im Anschluss in den Thermen oder in einem ausgezeichneten Wellnesshotel. E-Bike-Touren und Verleihstationen finden Sie auf den Urlaubsseiten passauer-land.de. Memminger Meile. Erleben Sie Musik, Kabarett und Comedy in schönster Festivalatmosphäre und das beliebte Pflasterspektakel bei freiem Eintritt. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Die Meldungen vom 20. Juni 2013. Ein Sechsjähriger hat in einem Kindergarten in Marktoberdorf mit einer Schreckschusspistole geschossen. Eine Erzieherin war durch den lauten Knall aufmerksam und bei dem Jungen fündig geworden. Der hatte vorher noch behauptet, der Knall sei von einem umgefallenen Sportgerät gekommen. Die Ermittlungen der hinzugezogenen Polizei ergaben, dass der Junge die Waffe von daheim mitgebracht hatte, wo sie ungesichert auf einem Schrank gelegen hatte. Die einzige Platzpatrone hatte der Sechsjährige im Kindergarten verschossen, dabei aber glücklicherweise niemanden getroffen. Erneut hat heute früh eine Geisterfahrerin auf der A7 für Aufregung gesorgt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die ältere Dame war mit ihrem grünen VW Polo bei Nesselwang auf die Autobahn aufgefahren. Von dort aus fuhr sie insgesamt 14 Kilometer entgegen der Fahrtrichtung Richtung Kempten. Dabei kam die zügig an der Mittelleitplanke entlangfahrende Dame einigen der entgegenkommenden Autos gefährlich nahe. Zu einem Unfall kam es aber nicht.
Am Dreieck Allgäu fuhr die von Zeugen als ältere Dame beschriebene Autofahrerin dann von der A7 ab und fuhr diesmal auf der richtigen Fahrspur auf der A980 Richtung Waltenhofen. Die Polizei konnte sie nicht mehr finden. Sie bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Ab sofort kann jeder sein GPS-Gerät in Markt Oberdorf überprüfen. Denn hier stellte nun Finanzstaatssekretär Franz Josef Pschierer den ersten öffentlichen geodätischen Referenzpunkt im Allgäu vor. Mit Hilfe eines solchen Fixpunktes kann die Genauigkeit von GPS-Geräten jeder Art sowie von Smartphones kontrolliert werden. Weitere öffentliche Referenzpunkte sind in naher Zukunft geplant. Ziel der Bayerischen Vermessungsverwaltung des Finanzministeriums ist, dass wir in allen 71 Landkreisen einen solchen geodätischen Referenzpunkt haben. Wir haben heute hier in Markt Oberdorf den zweiten in ganz Bayern freigeschaltet. Der erste war in Gunzenhausen in Mittelfranken, der zweite im Allgäu. Bayernweit gibt es bereits ein gut ausgebautes Netz an Referenzpunkten. Dieses Netz steht allerdings nur Fachleuten zur Verfügung. Im Fall Kalinka gibt es einen neuen Gerichtstermin. Diesmal soll der leibliche Vater des vor gut 30 Jahren in Lindau getöteten Mädchens vor Gericht gestellt werden. Er hatte den Stiefvater von Kalinka aus seinem Haus bei Lindau nach Frankreich verschleppen lassen, um ihn dort vor Gericht stellen zu lassen. Das französische Gericht sah es als erwiesen an, dass er für den Tod des Mädchens verantwortlich sein soll. Dem leiblichen Vater von Kalinka drohen wegen der Entführung bis zu 10 Jahre Haft. Hochwasseropfer aus Bayern und Ostdeutschland sollen im Füssener Land Erholung finden. 70 Hoteliers und Privatvermieter wollen ihnen im Herbst einen einwöchigen Urlaub in der Region schenken. Angesprochen sind vor allem Familien mit Kindern, die bei dem Hochwasser alles verloren haben. Auch Helfer der Blaulichtorganisationen sind eingeladen, so die Initiatoren. Die Kommunen wollen für die Gäste die Kurtaxe erlassen. Außerdem soll geprüft werden, inwieweit sich die Gemeinden an der Gebühr für die Königscard beteiligen können. Wer in den Genuss eines Aufenthalts im Ostallgäu kommt, das sollen Landratsämter, Stadtverwaltungen, Hilfsverbände und Medien vor Ort entscheiden. Eine schöne Aktion und wir bleiben für Sie dran an dem Thema. Das war Kompakt am 20. Juni. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, das sehen Sie jetzt. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der Nacht kann es im gesamten Allgäu zu sehr starken Gewittern kommen. Die Luft kühlt auf 16 Grad herunter. Der Freitag wird deutlich kühler als heute. Vormittags kann es zu Regenschauern kommen. Untertags ist es größtenteils trocken, aber bewölkt. Die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein. In den nächsten Tagen sieht es auch nicht besser aus. Es kann immer wieder Regenschauer geben. Die Temperaturen bleiben kühl und bewegen sich meist um die 20-Grad-Marke. Der Sonntag ist mit 23 Grad der wärmste Tag am Wochenende. Es gibt viele Gründe, warum jemand sein Heimatland verlässt und damit auch alle Menschen, die er kennt. Bei einigen sind es wirtschaftliche Gründe, andere haben die Sehnsucht nach einer anderen Kultur oder einer anderen Umgebung. Es gibt aber auch Gründe, die weitaus existenzieller sind. Krieg, Verfolgung und Folter gehören dazu. Was das angeht, ist derzeit die Lage in einigen arabischen Ländern besonders prekär. Einige Menschen konnten nach Deutschland fliehen und haben hier Asyl beantragt. Die zentralen Aufnahmepunkte haben zumindest in Bayern ihre Grenzen erreicht. Inzwischen werden Asylbewerber auch in kleineren Einrichtungen untergebracht. Sie sind über den ganzen Freistaat verteilt. Eine von ihnen steht in Buchloe im Ostallgäu. 15 Wohncontainer sind es in Buchloe. Gut 16 Quadratmeter ist jeder von ihnen groß. In jedem wohnen 2 junge Männer. Sie kommen aus Pakistan, Afghanistan und Syrien. In ihrer Heimat waren sie Elektriker, Bauern und Studenten. Von dort sind sie geflohen und haben nun in Deutschland Asyl beantragt. Inzwischen gibt es von ihnen so viele, dass auch die einzelnen Landkreise in die Pflicht genommen werden. Die zentralen Aufnahmestellen im Freistaat sind voll. Wir haben in guter Zusammenarbeit mit der Stadt Buchloe hier diesen Standort ausgesucht. Auch die Bauweise ist letztlich sehr praktisch, muss man sagen, aber auch zumutbar, gut zumutbar. Die Gründe, weshalb sie geflohen sind, sind vielfältig. Bei manchen ist es die Religion, bei manchen Politik und manchmal hängt auch beides zusammen. We are facing a number of problems in Pakistan about our religion. Wir haben einige Probleme in Pakistan wegen unserer Religion. Das ist auch der Grund dafür, weshalb ich mein Land verlassen habe. Die vielen Probleme durch meine Religion. Religious problems. I'm not poor in Pakistan or anywhere, but I have problem with Taliban.
Ich war kein armer Mann in Pakistan. Ich hatte Probleme mit den Taliban. Jetzt habe ich da keine Familie mehr. Sie sind alle tot. Ich bin hierher gekommen, um mein eigenes Leben führen zu können. Doch jetzt warte ich seit einem Jahr auf mein Interview in München. Und wenn das dann gelaufen ist, dann kann ich schon eine Woche später wieder zurückgeschickt werden. Eigentlich sollte jeder Asylbewerber in solchen Einrichtungen höchstens ein halbes Jahr bleiben. Dann müsste über seinen Antrag entschieden sein. In Wirklichkeit dauert eine solche Prüfung aber oftmals 2 Jahre und länger. Da hilft es dann auch nicht, dass sogar noch mit einer Zunahme der Asylbewerberzahlen zu rechnen ist. Wir rechnen mit einem deutlichen Zuwachs noch. Wir haben Erkenntnisse, dass aus der Russischen Föderation, Tschetschenien zum Beispiel, zunehmend Menschen kommen, natürlich auch aus dem arabischen Raum, Afghanistan, Pakistan, Syrien zum Beispiel. Wir haben auch Zuwachs aus Afrika, aus den Krisenländern, insbesondere aus dem ehemaligen Jugoslawien immer noch. Und hier höre ich überall, dass etwas mehr Leute kommen als bisher. Das heißt, wir bekommen mehr zugewiesen und für den Landkreis bedeutet es insgesamt ungefähr 200 Asylbewerber aufnehmen zu müssen. Aktuell sind es 90 im Landkreis. 66 weitere hat der Freistaat selbst in Rieden bei Kaufbeuren untergebracht. In Buchloe hat sich jetzt der sogenannte Freundeskreis Asyl gebildet. Seit Ende Januar ist die Gruppe aktiv, ökumenisch und ehrenamtlich. Sie bedauern, dass viele der Asylbewerber vor Probleme gestellt werden, die sie allein nicht bewältigen können. Hinzu kommt noch die Unsicherheit für die Menschen. Die Abschiebung hängt ständig wie ein Damoklesschwert über den Antragstellern. Dieses Warten ist sehr belastend. Also es kommt auch immer wieder die Frage, wann kommen die Briefe, wann haben wir unser Erstinterview. Von einigen wissen wir, also die das auch erzählt haben, beziehungsweise einer ist auch halt in psychischer Betreuung. Einige haben Probleme, bringen halt gewisse Trauma mit, auch für die halt sehr belastend. Dieses Nichtstun dürfen, das ist also wirklich also schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Und sie möchten auch gerne, sie sagen auch immer. Und ich sage mal, es sind junge Männer, die möchten gerne arbeiten. Sie können auch arbeiten, aber sie dürfen nicht. Einfacher dürfte mit den steigenden Asylbewerberzahlen die Situation nicht werden. Und auch die politische Lage in vielen Ländern gibt nicht viel Anlass zu Optimismus, dass die Zahlen bald zurückgehen. Deshalb werden sich sowohl Behörden wie auch die Bürger wohl auf weitere Asylsuchende einstellen müssen. Nutzen Sie die Biotonne. Dazu ruft jetzt das Landratsamt Unterallgäu auf. Speisereste gehören nicht auf den Kompost. Dort könnten sie Ungeziefer anlocken. Deshalb sollten alle organischen Abfälle in die Biotonne. Aus den Essensresten wird dann Strom gemacht, erklärt die Abfallwirtschaftsberaterin vom Landratsamt, Johanna Schuster. Der Inhalt der Biotonne vergärt, aus dem Methangas wird Strom produziert. Letztes Jahr hat der Landkreis Unterallgäu dadurch aus 3 Tonnen Bioabfall fast 640.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. So viel verbrauchen durchschnittlich 140 Vier-Personen-Haushalte im Jahr. Weitere Informationen gibt es natürlich bei den Landratsämtern in der Region. Und gleich nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise in den 30-jährigen Krieg. Bleiben Sie dran. Sie wollen mehr? Dann besuchen Sie die MIA, die Erlebnismesse für das Ostallgäu. Informieren Sie sich bei über 160 Anbietern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung. Entdecken Sie erlebnisreiche Aktionen und ein buntes Programm für Groß und Klein. Die MIA 2013 vom 21. bis 23. Juni im Allgäu Messecenter Kaufbeuren. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.messe-mia.de. Darauf haben wir gewartet. Alfons Hasenknopf, unser neues Album Mensch drin. 13 Lieder für nur 16,99 plus Versand. Jetzt unter 0180 3x5 03. Natürlich von Telamo. Wonnemar. Ein Tag wie Urlaub. Tauchen Sie ein ins Vergnügen und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag. Einfach abschalten und die Seele baumeln lassen. Entspannen Sie im Sohlestollen oder im Thalassobecken und fühlen Sie sich danach wie neugeboren. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Thank you.
Das Klavierduo Pianotainment besteht seit 1996 unverändert aus den beiden deutschen Pianisten Stefan W. und Marcel Dorn. Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend, wenn die beiden Vollblutmusiker auf der Bühne souverän und kreativ mit allen Musikstilen jonglieren. Karten unter immenstetter-sommer.de. Schwerter im Himmel, so heißt das Stück, das dieses Jahr auf der Freilichtbühne in Egloffs gespielt wird. Alle zwei Jahre bringen die Egloffser ein Stück auf ihre Freilichtbühne im stillen Winkel. Dieses Mal haben sie sich eine lang vergangene Epoche der Dorfgeschichte vorgenommen, die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Es ist eine Zeit voller Konflikte und Widersprüche, die im Stück der Laienschauspieler lebendig wird. Wir waren bei den Proben dabei. In Egloffs wird bald wieder Theater gespielt und die Proben laufen auf Hochtouren. Die Kostüme lassen es sofort erkennen. Das Stück spielt in einer längst vergangenen Zeit. Es setzt sich mit der unruhigen Epoche des Dreißigjährigen Kriegs auseinander. Ganz einfach. Wo die große Politik Krieg spielt, was denken die Menschen auf dem Dorf? Wie empfinden sie, wie gehen sie mit den Sachthemen da aus in Wie gehen sie damit um? Ja? Wenn die Großen sich die Köpfe einschlagen, schlagen sich die im Dorf auch die Köpfe ein? Das sind die Fragen, die da aufgeworfen werden. Um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges wieder aufleben zu lassen, hat der Autor des Stücks einen tiefen Blick in die Archive geworfen. Das hat Überraschendes zutage gefördert, mehr als Überraschendes, dass man sagen kann, dass die Katholiken das lebensfreudige Volk waren, die das ausgespielt haben gegen die glaubensstrengen Protestanten. Also so richtig zweierlei Weltbilder sind da mir klar geworden. Diese beiden Weltbilder kollidieren im Theaterstück miteinander. Die katholische Magdalena Kahn verliebt sich in den evangelischen Valentin. Gespielt wird das katholische Mädchen von Pia Buchner. Schon im 10. Jahr ist die Amateurschauspielerin dabei. Mit 10 Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne. Die Faszination Theater lässt sie seither nicht mehr los. Einfach mal was ganz anderes zu machen, auf der Bühne zu sein und auch das Ganze drumherum mit den anderen Mitspielern. Das ist einfach eine tolle Zeit in einer richtig tollen Gruppe und man lacht zusammen viel und ja, man arbeitet einfach monatelang an etwas zusammen, was dann letztendlich dann wirklich auf der Bühne aufgeführt wird. Geleitet wird das Ensemble von Regisseur Günther Hannes Hauptkorn. Als der ursprüngliche Regisseur plötzlich erkrankte, kam Hauptkorn auf ganz ungewöhnlichem Weg zu seiner neuen Aufgabe. Die Anzeige stand in den Stellenanzeigen der Schwäbischen Zeitung und da gucke ich normalerweise nicht rein. Also weil da ist eigentlich für Künstler steht da im Normalfall nichts. Und dann hat mir eine Bekannte, hat mich dann darauf hingewiesen, du guck da mal rein, da ist was in deiner Nähe. Und dann habe ich es mir genommen, habe reingeschaut, das gesehen, habe gedacht, Mann, das klingt total spannend. Das ist eigentlich so genau das, was ich auch mag, was ich auch gerne tue. Und dann auch noch so, halt hier direkt in der Nähe. Hauptkorn rief an und bekam den Job. Dabei ist es gerade die Zusammenarbeit mit den Laienschauspielern, die ihm besonderen Spaß macht. Ich arbeite super gerne mit Amateuren zusammen, weil es ist einfach so eine, ja, es ist eine sehr lebendige Atmosphäre einfach immer. Ja, die schmeißen sich da mit voller Wucht rein, es ist denen ihr Hobby. Es ist nicht so diese professionelle Abgeklärtheit, die man manchmal bei den Profis hat, die auch nötig ist, wenn es der Beruf ist. Ja, aber diese Leidenschaft, dieses echte Feuer, was da dabei ist, das finde ich einfach immer ganz, ganz spannend. Diese Leidenschaft fürs Theater liegt bei den Proben in Egloffs förmlich in der Luft. Mit so viel Spaß am Schauspiel kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, wenn am 6. Juli die Premiere stattfindet. Vorher im Wetter haben wir es schon gehört, die Hitzewelle ist erstmal vorbei. Die nächsten Tage werden wechselhaft. Der Temperaturunterschied beträgt teilweise über 15 Grad. Diese großen Wechsel zwischen kalt, heiß, kalt sind für den Organismus nicht immer leicht zu verkraften. Wie Sie diese Temperaturschwankungen in Zukunft gut überstehen, das sagen wir Ihnen morgen bei TV Allgäu Nachrichten. Außerdem wird die Messe MIR eröffnet. Anfang Mai war sie in Memmingen, jetzt ist sie in Kaufbeuren. Was die Besucher da erwartet, auch das erfahren Sie morgen bei uns. Ab 18 Uhr im Allgäuer Kabelnetz, ab 18.30 Uhr über digitalen Satellit und im Internet unter www.tv-allgäu.de. Machen Sie es gut und schönen Abend noch.